Im Weltall hört euch niemand feiern und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Produktvorstellung, zu einer sehr enttäuschenden und schwachen Jubiläumsedition, und zwar zur 30th Anniversary Edition von Ridley Scott's Alien, der erst am 25. Mai, ja, erst nächsten Monat, sein 40-Jähriges feiert. Hier in Deutschland erst am 25. Oktober 1979 in die Kinos kam. Der Rest ist natürlich ganz klar Geschichte, und in den letzten Jahren gab es natürlich die eine oder andere Blu-ray-Auflage bzw. Verpackungsauflage, ja, weil an sich an den Discs hat sich nichts verändert. Deswegen muss ich sagen, ist es eher eine sehr enttäuschende Geschichte. Wobei der Film nebenbei in der gleichen Steelbook-Variante dann auch nochmal als 4K rausgekommen ist. Das dürfte sicherlich ein Kaufanreiz sein für den einen oder anderen, der natürlich 4K-Scheiben sammelt. Ich muss sagen, mich hat dieses Blu-ray-Steelbook hier schon interessiert, aber als ich natürlich ganz klar die Extras durchgelesen habe, ja, dann war es natürlich ganz klar die Ernüchterung schon ein Stück weit groß, dass es hier wirklich nur alter Abwasch in neuer Verpackung ist. Mehr ist es eigentlich auch nicht, und daher machen wir das Teil hier mal auf. Und ja, also da darf man eigentlich nicht so viel erwarten. Der Preis ist vollkommen in Ordnung, 15 Euro knapp für dieses Steelbook. Die 4K-Version kostet natürlich ja, das Doppelte, ist natürlich üblich. Und ja, da haben wir es natürlich, das Steelbook. Und natürlich ist die J-Card wieder mit Klebepopeln befestigt. Die gehen allerdings hier ohne großartige Rückstände ab. Das Ganze ist so, ja, ein Hochglanz-Steelbook, fässt sich eigentlich ganz gut an. Und dann natürlich hier Limited Blu-ray Steelbook Edition, ja. Und dann natürlich haben wir hier auf der J-Card nochmal alle relevanten Informationen. Also wenn man die Extras sieht, ist es wirklich das, was in vielen anderen Auflagen zuvor schon gab. Also nichts Neues, und natürlich ein großer Teil des Bonusmaterials fehlt natürlich. Das bekommt man eigentlich nur in der wirklich sehr ausladenden DVD, Anthology oder Quadrilogy Box, die ich noch in Sammlung habe. Oder halt in der Blu-ray Box, die ich auch mal besessen habe. Credits und natürlich hier noch die technischen Informationen. Ja, hier sind natürlich die Kinofassung und der Director's Cut drauf, wie es natürlich hier unten draufsteht. Ja, also das bekannte Programm, nur in neuer, muss ich sagen, recht hübscher Verpackung. Also es gefällt mir eigentlich wirklich gut, das Steelbook hier, zumindest von der Front sieht das echt cool aus, auch wie es hier mit dem metallischen Schimmer so arbeitet, wie das hier so leuchtet bei dem Ei. Hat auf jeden Fall was, ja. Auch wenn ich sagen muss, ist, dass es schon eine ziemliche Enttäuschung ist, vor allem wenn man bedenkt, dass der Film jetzt sein 40-Jähriges feiert, ist das wirklich eine sehr magere Neuauflage des Ganzen. Und dann natürlich hier das Bein, der so bedruckt ist, ja, und auf der Rückseite haben wir natürlich dann dieses, ja, Xenomorph drauf, sieht schon ein bisschen moderner aus, sieht aber auch nicht schlecht aus, und wenn man hier so, wie ihr seht, ein Licht drüber geht, ja, ist schon so ein gewisser Schimmer hier drin, sieht, oh, sieht schon, ja, sieht ganz cool aus. Hier natürlich noch die Credits, macht auf jeden Fall was her, also ich muss sagen, sieht eigentlich nicht schlecht aus, auch wenn es ein relativ neumodisches Design ist, muss ich sagen, arbeitet das wirklich sehr gut hier mit den ganzen Steelbook-Elementen. Und dann kommen wir natürlich zum Inneren. Und ja, das war, davor war ganz klar auszugehen, wenn man sich das Disc-Design hier ansieht. Ja, dass es altbekannte Scheibe ist. Ja, also, da kann man noch was neu draufdrucken, wenn das Menü und so weiter als das erscheint, was es ist. Dann ist es halt einfach nichts Neues. Es ist dann einfach nur ein Repack. Und dann haben wir natürlich hier ein wirklich schönes gezeichnetes Artwork von HR Giga, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus, auch vom Druck her, das hat echt was, also ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ist auch an sich vielleicht ein bisschen labbrig verarbeitet, das Steelbook, aber hat was. Also ich muss sagen, wer es nur auf das Steelbook abgesehen hat, der kann sich das auf jeden Fall zulegen, also mir gefällt das eigentlich recht gut. Ansonsten, ja, ist die Scheibe genauso identisch mit der Blu-ray-Scheibe aus dem Innopack. Ja, außer dass da halt ein anderer Aufdruck drauf war, der mehr zu dieser Veröffentlichung gepasst hat, muss ich sagen, ja, es ist einfach, es ist nichts Neues. Es ist an sich wirklich nur ein Repack mit einer neuen Verpackung. Das Steelbook allerdings, muss ich sagen,
Macht echt was her. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, und das war es jetzt auch mit meiner Produktvorstellung zu Alien in einer leider nicht so guten 30th Anniversary-Edition, wie man denken könnte. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal was wirklich Geiles mit neuem Bonusmaterial. Würde ich den Film auf jeden Fall wünschen. Ja, wäre auf jeden Fall sicherlich was drin. Und ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie euch das Steelbook so gefällt. Ja, und ja, alles andere. Ja, so könnt ihr all eure Gedanken wieder reinkloppen in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und das war es jetzt mit der Produktvorstellung zu Alien in der 30th Anniversary Blu-ray Steelbook Edition. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer neuen Produktvorstellung oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.